Er hat wahrgemacht, was er angekündigt hatte. Der frühere SS-Mann Oskar Gröning hat vor einem Gericht in Lüneburg gestanden: Ich habe mich moralisch mitschuldig gemacht. Der 93-Jährige gab zu, gleich nach seiner Ankunft im Konzentrationslager Auschwitz von der Vergasung der Juden erfahren zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zum Mord vor, in mindestens 300.000 Fällen. Der Angeklagte soll insbesondere als Angehöriger der Waffen-SS im Bereich der Häftlingsgeldverwaltung im Lager tätig gewesen sein. Dort soll er die Banknoten aus dem zurückgelassenen Gepäck neu angekommener Häftlinge gezählt und an das Wirtschafts- und Hauptverwaltungsamt der SS in Berlin weitergeleitet haben. Gröning hatte offenbar dreimal um Versetzung gebeten. Er sei nicht des Mordes schuldig, sagt er, bittet um Vergebung. Juristisch ist die Aufarbeitung ausgesprochen schwierig, weil immer individuelle Schuld festgestellt werden muss. Dass daneben die moralische Seite ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt ist, das ist unbestritten. Das muss man aber eben auf einer anderen Ebene diskutieren. Mehr als 60 KZ-Überlebende und Angehörige von Opfern begleiten den Prozess in Lüneburg. Sie kommen aus aller Welt. Im Internet gab es Drohungen gegen sie. Auch deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen groß. Sollte Oskar Gröning verurteilt und für haftfähig erklärt werden, droht ihm eine Strafe von mindestens 3 Jahren.